Wir sind hier bei Graf Hunzenschwil, das ist der DAF-Vertreter, wo wir die Preise des Truck of the Year und des Truck Innovation Award an Marc Blom, Direktor von DAF Trucks Schweiz, übergeben werden. Den eigentlichen Truck of the Year Award, den gibt's, weil vor allem DAF als erster die neue Gesetzgebung für Gewicht und für Dimensionen, die in der EU seit letztem Herbst gültig sind, konsequent umgesetzt hat und dabei über 10% Treibstoffersparnisse herausholen konnte. Und den Truck Innovation Award, den gibt's für DAF, weil sie ein Konzept entwickelt haben für einen Wasserstoffverbrennungsmotor. Also, Marc, Gratulation zum Truck of the Year und zum Truck Innovation Award. Vielen Dank, Martin. Es ist natürlich toll, dies heute von dir zu bekommen. Wir sind sehr stolz darauf, was unsere Jungs und Mädels auf unserer Entwicklungsabteilung geleistet haben. In etwa 7 Jahren Zeit ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen mit neuer Gesetzgebung, wo CO2-Ausstoß, Sicherheit und Komfort für Fahrer alles zusammenkommen. Ja, ist natürlich eine tolle Leistung. Und dieses Award dann dafür zu gewinnen, da sind wir natürlich alle ganz stolz drauf. Die neue Generation DAF hat viele Innovationen. Und einige von diesen Sachen werde ich mal zeigen. Eine von den Highlights ist natürlich, wo bringen wir unsere CO2-Ausstoß. Das ist natürlich Motor mit den ganzen Antriebsstrangen, Getriebe und Hinterachse. Weiter ist die ganze Aerodynamik. Das ist natürlich, wie das hier sehr schön rund ist. Das ist hier von unten ein bisschen weiter nach vorne und nach oben weiter nach hinten geht. Und dann sind wir natürlich direkt bei Kamerasystemen. Optional gibt es diese Corner-Eye. Spiegel sind ganz aerodynamisch ausgeführt und optional kann man dann auch noch wählen für Seitenkameras. Was sieht man weiter? Hier unten ist die ganze Aeroplatte, dass Luft sehr gut unter das Fahrzeug begleitet wird. Alle Nähten sind dicht mit Gummi gemacht, auch hier unten für optimale Begleitung von Luft neben das Fahrerhaus. Dann hier an die Seite beim Sidescreen. Da sieht man unten diesen Diffuser aus der DTM. Da haben wir auch Abbiegeassistent hier hinter am Sidescreen montiert. Und was vielleicht für Sicherheit noch am wichtigsten ist, Windschutzscheibe. 33% größer als was wir vorher hatten. Und auch die Scheibe an die Seite. Viel größer, weiter nach unten, um ein besseres Blick auf die Straße zu haben. Optional können wir dann in de Seitentür noch ein zusätzliches Fenster haben, dass man auf die Bordstein schauen kann. Für Fahrer natürlich Platzangebot, Lenkrad verstellen. Eigentlich wie niemand im Moment hat, wie weit man das von unten ganz nach oben verstellen kann, ist optimal. Wichtig bei das neue Fahrzeug ist Augen auf die Straße, Hände am Lenkrad und bedienen hier auf die zwei Seiten am Lenkrad. Schweizer Händler, die sind alles schon bereit. Die hebben demofahrzeuge om euch als Kunde alle Details zu zeigen. Die Fahrzeuge sind da. Unsere Männer sind auf die Straße für euch. Und ich hoffe, dass die kurzfristig alle vorbeikommen.
Thank you.